Guten Morgen und gleichzeitig willkommen zu diesem Vlog. Das ist der erste richtige Mallorca-Vlog, der auch hier startet. Es gab morgens, ich war gerade hier duschen. Mach mich jetzt quasi ready for the day, denn es steht heute wieder so einiges an. Wir sind in Calador und hier kann man aus Automaten einen Burger essen. Also es gibt hier in Automaten, da kannst du alles bestellen. Waffeln, Burger, alles. Und eben noch ganz viel anderen Stuff. Wait a minute! Who are you? Wie viel kostet ein Burger? Was steht da dran? 3,90 €. Boah! Ist die 11, ne? Dann jetzt gib mir mal einen Burger. Die Achtung, 26 Sekunden. Es gibt einen Timer. Achtung. Können wir sauber? Alter, ist das. Da vorne kann man sich Burger holen. Hier kann man sich Sextoys holen. Für 39,90 €. Alles, Kondome, Sextoys, alles. Ich habe mir zwar keinen Burger mitgenommen, aber ich habe mir so eine Waffel mitgenommen. Ist auch schon so ein bisschen geschmolzen, aber egal. Sieht jetzt aber an sich gar nicht mal so beschissen aus. Es sieht essbar aus. Das ist halt so eine typische Fertigwaffel mit ein bisschen Schokolade überzogen halt. Aber kannst du essen? Kann man definitiv essen. Ich bin gerade auf dem Weg zum Gemeinschaftspool, denn diese ganze Siedlung hier besitzt einen Gemeinschaftspool. Also mitten in der Mitte ist quasi ein großer Pool, da hat jede Partei einen Schlüssel zu und kann den quasi besuchen, zumal einige Häuser auch gar keinen Pool haben und auch wir haben Zutritt zu diesem Gemeinschaftspool. Wir wollen heute mal rein, einfach weil das Ding halt 5-mal größer ist als unser Pool und wir gehen jetzt hier extra abends hin, denn ich hoffe, dass es da leer ist, weil ich keinen Bock habe, da mit anderen Menschen hinzugehen. Wir haben jetzt ein bisschen gewartet und der Pool ist jetzt, soweit ich weiß, leer. Ich habe schon Badehose an. Hier, da ist nichts mehr los und da sieht man auch schon den Pool. Der ist halt wirklich viel größer als unserer. Kurzer Sprint zum Tor. Yes. Ey, sieh mich jetzt auf die Fresse. Aua. Da vorne, das zweite Tor ist das. Und das ist der Poolschlüssel. Oh yeah! Das ist meins. Dann leg ich das hier hin, leg den Schlüssel da rein und meine Brille. Ja, aber hier ist erstmal, ja stimmt, hier ist erstmal ein Babybecken. Und hier drüben geht es dann eben in den Schwimmerbereich. Hier sind solche Sitzbänke. Boah, hier ist aber echt warm. Mhm. Da vorne sind auch solche Liegen, das muss ich auch noch unbedingt ausprobieren. Hier kannst du dich halt quasi ins Wasser legen, hast hier noch einen Tisch für deine Getränke. Dann kann man sich hier quasi so reinlegen. Dann natürlich da überall duschen. Hier geht die Wassertiefe sogar noch, also hier kann man noch gut stehen. Aber es wird hier hinten auf jeden Fall merklich tiefer. Boah, was ist das denn? Ach so, hier! Das ist das Logo vom Bauherrn mitten im Pool, von der Baufirma. Boah, hier hinten wird es halt immer tiefer. Das heißt, hier kann man auch reinspringen. Ich nutze halt auch gerade die Insta360 One X2. Das Geile ist halt, das ist eine draußen Skatkamera. Das heißt, ich kann das nicht halten, wie ich möchte. Ich kann es hier einmal komplett rumdrehen und es filmt mich trotzdem immer. Aber ich sag's mal so, wäre es ja am Tag nicht so voll, hier so mit so einem schönen Gefällt, ja, richtig, dann hätte ich Bock drauf. Die scheint wohl jemand vergessen zu haben. Egal, ich lasse hier liegen, kann das morgen wiederholen. Ich hoffe, dass das interne Mikro auch noch gut ist.
sind auf dem Weg zurück zu Hause. Da liegt auch niemand mehr da. Also ich kann natürlich einfach auf die Straße gehen und das Glück hätten dann. Und da vorne ist das unser Haus. Wir fahren jetzt in den Nachbarort, denn im Nachbarort gibt es eine Innenstadt. Also so eine richtige Innenstadt wie auch in Deutschland. Ja, und da schauen wir uns das halt an, wie deutsche Touris leben. Hier drin kannst du auch wieder von Getränken bis hin zu Taschen wieder alles kaufen. Die Samsung Fanta-Sorten sind mir wiederum sympathisch. Da muss ich mal gucken hier. Das ist die beste Fanta, Fanta Berry. Eins plus mit Sternchen. Boah, hier gibt's diese Flip Cutie Fakes. Diese Oktopoden. Ist das ein Bieröffner? Ach, da ist das der Flaschen. Okay, das ist ja wirklich zu geil. Hier kannst du Kart fahren. So, Max. Jetzt fällt der Asi aus dem Haus, Junge. Ich kann nicht boxen, Junge. Ja, Junge, ich komm gar nicht ran. Hallo. Du musst Gold drücken. Ah. Mit ein paar Lexen, ne? Naja. 400, 500. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Das war's mit dem Vlog. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis dahin. Ciao.